Wir reaktivieren unser Format 360 Grad von vor einem Jahr. Wenn ihr mehr von 360 Grad sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden. Heute haben wir folgende Themen für euch auf den Tisch. Polizeikommando stürmt Haus von Fortnite-Weltmeister. 42-jähriger Vater klemmt sich an fahrenden ICE, um nicht von seinen Kindern getrennt zu sein. Apple erhöht Belohnung auf 1 Million $ für Hacken von eigener Software. Und Video zeigt, Tesla explodiert nach Unfall auf offener Straße. Erst vor einigen Wochen hatte der junge Teenager Kyle Giersdorf aus Amerika die Fortnite-Weltmeisterschaft für sich entscheiden und gleichzeitig ganze 3 Millionen $ gewinnen können. Für den Jungen kam dieser Sieg vollkommen überraschend und auch wenn Giersdorf rund die Hälfte des Geldes an das Finanzamt abdrücken muss, kann die Summe durchaus sein Leben bereichern. In den vergangenen Tagen waren die Medien allerdings mit einer etwas unschönen Nachricht gefüllt. Wie bekannt wurde, hat sich ein Unbekannter einen sehr gefährlichen Spaß erlaubt und sich als Kyle Giersdorf ausgegeben. Der Anrufer habe behauptet, dass er gerade seinen eigenen Vater mit einer Kalaschnikow erschossen hatte. Ebenfalls wurde davon gesprochen, dass sich seine Mutter angeblich gefangen in der Garage befindet. Nach einigen Minuten tauchte dann das Sondereinsatzkommando von Amerika bei dem Jungen auf, der in Wahrheit aber gar nicht den Notruf betätigt hatte. Wer bereits schon mal einen Einsatz dieses Sondereinsatzteams gesehen hat, weiß, dass damit auf keinen Fall zu spaßen ist. Die Polizisten stürmten das Haus, konnten aber von dem Vater überzeugt werden, dass in Wirklichkeit alles in Ordnung ist. Angeblich soll ein Polizist den Jungen sogar erkannt haben. Ein 42-jähriger Familienvater wollte kurz vor der Abfahrt des Zuges nur noch kurz am Hamburger Hauptbahnhof eine Zigarette rauchen. Doch dann wurde er von der Abfahrt des ICEs überrascht. Normalerweise ist das für Passagiere kein großes Problem, immerhin fahren täglich mehrere Züge zum gleichen Ziel. Der Vater war jedoch in diesem Moment von seinen Kindern getrennt, die sich bereits in dem Zug befanden. Er entschied sich dazu, sich kurzerhand von außen an den Zug zu hängen und auch bei der Abfahrt nicht loszulassen. Der Vater versuchte sich von Wagen zu Wagen zu schwingen, wurde aber noch innerhalb der Hamburger Innenstadt von einem Passagier wahrgenommen, der umgehend das Zugpersonal informierte. Der Zug wurde daraufhin per Notbremsung gestoppt. Auf einem ungefährlichen Streckenabschnitt wurde der Vater dann durch die Tür des ICEs gelassen. Das Personal war allerdings sichtlich wenig begeistert von dieser lebensmüden Aktion. Der Mann wurde bereits beim nächsten Halt des Zuges verwiesen und musste sich der Polizei erklären. Nun läuft ein Verfahren gegen den 42-Jährigen, der die Notbremsung ausgelöst hatte. In der heutigen Zeit ist die Sicherheit von technischen Geräten immer wichtiger. Viele Prozesse im Alltag werden automatisch abgewickelt. Zahlungsdienstleister haben Zugriff auf sehr viele Zahlungsinformationen und mit dem eigenen Smartphone werden täglich hunderte Nachrichten, Bilder und Videos verschickt, die auf keinen Fall in die falschen Hände geraten sollten. Apple legt schon immer sehr großen Wert auf Datensicherheit und möchte auch in Zukunft Sicherheit bieten können. User haben jetzt die Möglichkeit, Sicherheitslücken beim iOS-Betriebssystem zu finden und anonym an Apple zu melden. Sollte es sich tatsächlich um eine schwerwiegende Sicherheitslücke handeln, zahlt Apple den Finderlohn von unglaublichen 1 Million $. Die Belohnungen sollen auch für Sicherheitslücken in den Systemen WatchOS und macOS gelten. Wer sich in Sachen IT auskennt und tatsächlich einen Fehler findet, kann ordentlich absahen. Die Auszahlung ist allerdings von dem Fehler selbst abhängig. Bis jetzt wurden nur Summen bis $200.000 ausgezahlt. Auf einer Moskauer Stadtautobahn kam es zu einem Unfall. Auch ein Tesla Model 3 war an dem Szenario beteiligt. Der Fahrer ist laut Angaben mit 100 km/h in einen Abschleppwagen gefahren. Nachdem sich die Insassen aus dem Wagen befreien konnten, fing er zunächst Feuer und explodierte daraufhin sogar. Er brannte anschließend komplett aus. Der Tesla soll sich im selbstfahrenden Modus befunden haben, wo die Aufgaben des Fahrers vom Autopiloten übernommen werden. Dieser Vorfall bringt das amerikanische Unternehmen sehr in Bedrängnis. Es ist nicht der erste Fall, bei welchem ein Tesla Feuer fängt und anschließend explodiert. Auch warum der Tesla mit den Assistenzsystemen in den Abschleppwagen gefahren ist, muss noch umfangreich geklärt werden.